Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wollte mich erstmal auf diesem Weg für die 1000 Abonnenten bedanken. Dankeschön für den ganzen Support. Deshalb bleibt unbedingt dran, denn am Ende des Videos gibt es eine Verlosung für euch. Ach, was machen wir heute? Wir probieren heute Perücken von Temu an. Ja, weil die ja da recht günstig sind. Und wir gucken mal. Ich bin jetzt kein Perückenprofi, weil ich noch nie Perücken getragen habe. Deswegen sehen meine Haare auch so aus. So, wir starten direkt. Ich habe so eine wunderschöne Wig Cap gekauft. Keine Ahnung, ob die gut ist. Wir probieren es einfach, würde ich sagen. Und hier so einen kleinen Zopf. Und dann ziehen wir das auf. Boah, die ist aber sehr eng. Aber muss wahrscheinlich auch so sein. So. Hinterm Ohr. Und dann könnt ihr mir auch natürlich reinschreiben, welche Haarfarbe mir am besten steht. Ich würde sagen, fürs erste Mal nicht schlecht. Ich glaube, die ist mir ein bisschen zu eng. Aber egal. Wir testen es ja eh. Wir starten mit einer Balayage-Perücke. Die blende ich euch auch hier ein und natürlich auch den Preis. Und so sieht das gute Ding aus. Oh Gott. Ich muss erstmal gucken. Macht man die genau hier? Okay, okay, okay. Upsala, upsala, oh Gott. So gehe ich schon mit Perücken um. Also, sieht aus, als hätte sie vorne einen Pony, aber eigentlich hatte sie Curtain Bangs. Also eigentlich sollte man die zur Seite schieben. Ich muss nur nachgucken, welche genau das ist, aber ich glaube, es ist die, die ich denke, dieses. So sitzt sie ja schon super toll. Ja, Leute. Also es hat doch, können Bangs-Seiten doch ein bisschen besser fallen. Eigentlich sollte ich die stylen können. So. So sollte sie sitzen. Ich weiß, also sie sitzt natürlich jetzt nicht perfekt. Aber den Haarschnitt, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Die Länge. Ich hatte schon so lange keine langen Haare mehr. Ich habe mich ein bisschen an den Röschen, oder? Richtig süß irgendwie. Ich finde, also man spürt natürlich, dass es Fake-Haar ist. Es ist jetzt kein echtes Haar und so. Man merkt das, was ich weiß, man merkt das, wenn man die Haare glättet oder lockt. Weil beim echten Haar bleibt es, beim Fake-Haar natürlich nicht. Aber eigentlich, die sitzt auch recht fest. Also ich habe sie ja auch auf die engste Stufe gemacht. Die ist süß, oder? Und wie findet ihr, steht sie mir oder steht sie mir nicht? Bin ich eher der blonde oder der braune Typ? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Aber wie gesagt, für eine recht billige, ich glaube, die hat 11 Euro oder so gekostet, sieht sie echt, echt gut aus. Ich finde die Perücke echt gut. Und ich finde, wenn die Haare immer so sitzen würden und der Ansatz nicht rauswachsen würde, würde ich mir vielleicht die Haare auszuschneiden. Aber wir nehmen jetzt die Haare ab. Guck, das rutscht. Das ist wirklich eng. Wow, egal. Ich finde die Perücke jedenfalls echt gut. Heftig. Und das von Temu, ne? Das hätte man nicht so gedacht. Genau, wir kommen jetzt zu unserer Arielle, so würde ich sie nennen. Die ist rot. Lang. Und wirklich, wirklich, wirklich schön. Aber mal gucken, ob sie mir überhaupt steht, ne? Ich hatte schon mal rote Haare. Fand ich jetzt nicht so cool.
Ja, deswegen mal gucken. Wir machen es wieder richtig eng. Okay, meine Lieben. Boah. Die Arielle ist, glaube ich, weiß nicht, hier sollte die sitzen, ne? Ist nicht so meins. Also hieran sieht man ehrlich, wie billig die ist. Aber das erste Mal fühle ich mich wirklich wie Arielle. Ich wollte auch mal solche Haare haben, tatsächlich. Gott sei Dank habe ich sie mir nicht kupfer gefärbt. Irgendwie. I don't know. Also, meiner Meinung nach steht mir das Rot und dieser Schnitt gar nicht. Aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Aber ich muss sagen, die Blonde, die war wirklich beeindruckend. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass die wirklich so gut sitzt. Komm jetzt zur nächsten. Ich hatte schon mal schwarze Haare. Ich fand, es stand mir einigermaßen. Aber ich habe noch nie einen Pony. Und das ist eine Langhaarperücke mit einem Pony. Leute. Da bin ich aber aufgeregt. Dann hoffen wir mal, dass sie passt und sitzt. Okay. Irgendwie ziehe ich gerade. Irgendwie ist sie jetzt nicht so geil. Die piekst mir voll in die Augen. So. Leute, ich habe noch nie einen Pony. Deshalb, eigentlich bräuchte ich kurz eine Bürste, damit es auch gut sitzt. Ich finde, Pony steht mir nicht. Wie findet ihr das? Hier, ich ziehe die ganze Zeit Haare raus. Irgendwann finde ich ein schwarzes Haar und irgendwann Freund betrügt mich. Dabei ist es meine Perücke gewesen. Ja. Ich nehme mich jetzt näher ran. Nehme ich die mal vorsichtig. Wow. Ab. Und mach das jetzt noch ein bisschen besser rauf. Oh. Ach so, zum Ansatz. Die haben alle so einen Silikonansatz. Also das ist wirklich kein hochwertiger Ansatz. Aber, also, sehe. Und man sieht auch, dass es Silikon ist. Aber, wie gesagt, die Blonde, die war echt beeindruckend. Darüber komme ich auch nicht weg. Die war echt gut, optisch. Vom Gefühl her auch nicht so, aber optisch gesehen. War es ganz, ganz gut. So, kommen wir zur letzten Perücke. Und zwar hatte ich schon mal knallpinke Haare. Aber ich wollte immer rosane Haare haben. Und die Perücke ist einfach rosa. Fühle ich mich dann wie ein Einhorn. Die ist einfach rosa. Geil. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erstmal Ansatz. Oh mein Gott. Leute. Heftig. Also so würde ich mir natürlich nie meine Haare färben, aber heftig. Die Länge ist auch heftig. So lange Haare hatte ich seit der 5. Klasse nicht mehr. Crazy.
behalte mal die Perücke an, weil sie genauso traumhaft wirkt wie die Verlosung. Da kommen wir nämlich jetzt hin. Und zwar habe ich euch ein Beauty-Paket zusammengestellt. Und zwar habe ich euch einen wunderschönen Lippenstift bestellt. Und schaut euch mal die Verpackung an. Seht ihr das? Wie schön! Und der ist noch nicht benutzt, selbstverständlich. Aber schaut mal, seht ihr das? Da ist einfach eine Blume drin. Und die Verpackung, die hat mich auch so an Schön und das Biest erinnert. Deshalb dachte ich, mache ich euch damit eine Freude. Dann kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar habe ich euch einen wunderschönen Glitzer-Eyeliner bestellt. Seht ihr den? Wunderschön. Hätte ich selber gern benutzt, aber den bekommt ihr. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Und zwar habe ich euch ein süßes Kettenset gekauft. Und zwar einmal mit Perlen und einer Muschel. Und mit so einer wunderschönen Muschelkette. Finde ich auch richtig schön. Das nächste Produkt. Ich habe euch so ein süßes... Es hängen überall Haare. Ich habe euch so ein süßes Blümchenarmband bestellt. Richtig schön in der Farbe Rosa. Ha, richtig ästhetisch. Ich freue mich schon, den Gewinner auszulosen. Ich habe euch so eine süße, cremefarbene Tasche bestellt. Passt recht viel rein. Und ich mag den Stoff auch total. Und die sieht so süß aus. Die kann man überall gut mitnehmen und tragen zu jedem Outfit, meiner Meinung nach. Oder zu den meisten Outfits. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Abonnent des Kanals zu sein, dem Video ein Like geben und kommentieren, warum ihr gewinnen wollt. Und über 18 sein oder mit Einverständniserklärung eurer Eltern teilnehmen. Alle anderen Informationen stehen natürlich in der Infobox. Und dann würde ich hierbei auch das Video beenden. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, smash den Like-Button. Abonniert diesen Kanal. Oh Gott. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und folgt mir auf Instagram. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.